So, da sind wir bei der neuen Tagesaufgabe. Ihr wisst ja, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke vor allem aktivieren, wenn ihr Bock habt auf Custom Games mit Preisgeld und natürlich Skin-Verlosung. Skin-Verlosung immer war ab 800 V-Bucks. Wann das Ganze dann immer stattfindet, müssen wir jetzt mal gucken, weil heute zum Beispiel ist ja noch offiziell Weihnachten, sind relativ wenige da gewesen im Stream, beziehungsweise wenn waren die meisten unterwegs, deshalb verschieben wir das schon mal definitiv auf morgen. Also wenn du Bock da drauf hast, gerne Abo da lassen, Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Wir gehen direkt mal zur Aufgabe. Nämlich ab zum Winterfest. Was müssen wir als erstes machen? Durchsuche die Weihnachtsstrümpfe in der Hütte. Also gehen wir doch mal direkt rein in die Hütte. Der Weihnachtsstrumpf hängt genau hier. Dann einmal E drücken für die PC-Spieler, für die PlayStation-Spieler X, für die Xbox-Spieler meine ich was A. Und dann bekommen wir unsere Aufgabe, nämlich öffne frostige Beute. Klingt gut. Ja, das werden wir gleich sehen, ob das gut ist. Die Aufgabe werde ich persönlich natürlich in Gruppenkeile machen, man kennt es. So, das Ganze nehme ich nämlich gerade auch live im Livestream auf, weil wir halt derzeit echt das Problem haben, wir bekommen keine 15 Leute zusammen für die Kastenrunde. Deshalb ist erstmal an erster Stelle Andreas gegrüßt, Andreas Emke, denn wir haben die Kanalmitgliedschaft bekommen. Ich bin hier noch in der Dingsrunde, das war's komplett. Erstmal wieder Passwort rausnehmen, zack, zack, annehmen und jetzt aber in die Gruppenkeile. Also nochmal, Andreas ist natürlich am erster Stelle gegrüßt, erstes Kanalmitglied, hat die verschiedenen Emotes jetzt da, ist grün im Chat angezeigt, also wundert euch nicht, wenn die Farben jetzt im Chat etwas bunter werden. Dann vier Emotes habe ich schon gemacht, warte mal, habe ich das Bild noch oder habe ich es rausgeholt? Ne, also wenn ihr die Emotes sehen wollt, gerne mal in den Chat vorbeikommen, ihr seht das ja dann. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein in die Aufgabe. Natürlich gerade im Livestream dabei, Leo gegrüßt, Coco gegrüßt, Emre gegrüßt. Er fragt natürlich, wie kann man gewinnen? Einfach kurz Geduld haben, immer die meisten Siege haben bis zum Zeitraum Ende und dann hast du auch das Preisgeld gewonnen. Ja, Andreas postet gerade die Emotes rein. Ich sage wegen den Emotes, auch wenn da irgendeiner da eigene Ideen hat, gern mir das Ganze per E-Mail mal zuschicken und vielleicht nehme ich auch deinen Emote dann als nächstes rein. Aber dafür müssen wir erstmal ein Kanalmitglied noch dazu bekommen, dann kriegen wir unser fünftes Emote. Ist halt dasselbe wie bei Twitch. Das Ganze geht immer wieder so weiter. Ich glaube, auch hier kann man über 20 Emotes haben bei YouTube. Hardyplay natürlich auch gegrüßt. So, die Eisblöcke waren definitiv zu finden. Warte mal, falsch, da hinten. Hier waren definitiv immer welche. Aber da wird natürlich der Gegner jetzt auch sein. Aber wir versuchen trotzdem mal unser Glück. Also mit den Eisblöcken ist halt wirklich das gemeint, wo immer Fische drin sind. Die müsst ihr halt dann kaputt hauen. Warte, ne, ich gehe hier hin. Immer die großen Eisblöcke. Wo meistens dann halt ein Fisch drin ist oder irgendeine Waffe. Jetzt hoffe ich nur, dass hier gerade keiner ist. Weil ihr seht ihn schon. Da ist er schon, wo ich jetzt gerade hinzeige. Zack. Jetzt hoffe ich halt nur, dass hier gerade keiner hinkommt. Nehmen wir jetzt erstmal die Kiste mit. Dass wir uns ein bisschen wehren können. Und hier einfach draufkloppen von 3500 Leben auf 0. Und das müsste dann eigentlich gemeinsam mit frostigem Geschenk. Yeah, Schwachpunktstelle gefunden. Ich weiß, ist ein bisschen nervig, aber gehört halt zur Aufgabe. So, zack, 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 zack. Und, yep, das war gemeint. Mehr müsst ihr da nicht machen. So, jetzt haben wir die Musik bekommen. Wir gehen natürlich direkt raus hier. Ich will natürlich wissen, was für schöne neue Musik wir bekommen haben. Ja, Hardyplay, du wirst berühmt, weil du gegrüßt wurdest. Lavin, auch du sei gegrüßt. Also alle, die gerade dabei waren. Natürlich, Zampal wird auch gegrüßt. Jetzt hören wir uns mal gerade schnell noch die Musik an. Und dann haben wir das Ganze natürlich wieder geschafft und dürfen uns auf... Hört sich nicht schlecht an. Warum sind die so auf Oldschool-Musik aus? Die Musik ist definitiv nicht schlecht. Ich glaube, die lasse ich auch erstmal drin.
So, wie gesagt, einfach die Eisblöcke kaputt hauen, vorher zum Strumpf gehen und schon habt ihr die Aufgabe gemacht. In dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wie gesagt, Abo nicht vergessen, das Wichtigste überhaupt, was eigentlich inzwischen jeder vergisst. Gerne ein Like da lassen und dann würde ich sagen, war es das auch an dieser Stelle und haut rein.